Ich vermisse die Wüste. Und jetzt ist er raus. Der Trailer zum neuen Indiana Jones, der uns im Jahr 2023 erwartet. Ich vermisse das Meer. Mit einem gut gealterten Harrison Ford, knapp 80 Jahre alt, geht's in ein neues Abenteuer. Indiana Jones und der Ruf des Schicksals heißt der fünfte Film der Reihe. Und es erwartet uns anscheinend wieder ein spannendes, actiongeladenes Abenteuer mit unserem Indie. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Es haben wirklich nicht viele, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, auf einen neuen Indiana Jones Film gewartet. Aber dieser Trailer hat viele, sagt man das heute noch so, hat viele angefixt. Die Bilder sehen zum Teil richtig gut aus, aber natürlich gibt es auch einige Kritik, gerade wenn es um die CGI-Technik geht, die hier in diesem Film wohl massig Einsatz finden wird. Und das sieht auch tatsächlich ziemlich gut aus. Allerdings gibt es auch wieder einige Szenen, da schüttelt man einfach mit dem Kopf und denkt sich, wer hat denn das wieder fabriziert? Schon im vierten Teil der Indiana Jones-Reihe, der kam nicht so gut an, da wurde die ganze Tricktechnik ja ziemlich bemängelt. So ziemlich alles sah nach Greenscreen aus, sogar einige Szenen, die nicht vor Greenscreen gedreht wurden. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Und das Auftauchen von Aliens war für viele einfach ein No-Go. Und dass der LaBeouf als Indies Sohn mit Affen durch den Dschungel schwingt, das war dann wohl zu viel des Guten. Für mich auch. Also vergessen wir einfach den vierten Teil, und das denken sich mehrere, und wir freuen uns auf den fünften. Also ich persönlich, ich tu's. Also mich hat dieser Trailer wirklich gepackt. Dennoch kann man nicht wegdiskutieren, dass wieder einige Sequenzen ziemlich schlecht sind von der CGI her. Am schlimmsten stoßen mir da einige Szenen auf, vor allem die mit dem Pferd. Ich bin sicher, dass uns solche Szenen aus dem Filmerlebnis rausreißen werden und jeder sich sicher ist, nee, das hat der Harrison Ford einfach nicht gemacht. Der reitet nicht so wild durch die Gegend. Das Gesicht von Harrison Ford, das wirkt in diesen Sequenzen wirklich sehr, sehr drauf editiert. Und seid ehrlich, wenn man einen anderen Film kennt, in dem Szenen mit einem Pferd vorkommen und die bleiben einem im Gedächtnis, dann vergleicht man das eben. Er ist halt kein John Wick. Und im Vergleich, es wird abstinken. Und jeder wird an John Wick auf seinem Pferd denken, ist jetzt meine Meinung. Und das sah halt wirklich, wirklich toll aus. Da zweifelst du nicht daran, dass Keanu Reeves mit einem Pferd durch die Straßen geritten ist und dieses Stunt selbst gemacht hat. Soweit ich weiß, sind ja Bibi und Tina in ihren ersten Filmen auch nicht echt auf Pferden geritten. Sogar das sah wenig besser aus. Und sowas kann man eben vermeiden, indem man sowas gar nicht in ein Drehbuch schreibt. Ich habe halt die Befürchtung, dass durch so etwas Indiana Jones zur Lachnummer wird. Bei Galadriel sieht's immer gut aus. Müssen wir hier natürlich auch erwähnen. Die Thematik war in den letzten Monaten in aller Munde. Die armen Firmen, die die ganzen Spezialeffekte herstellen, die werden ziemlich von den Preisen her gedrückt und haben mit dem Überleben zu kämpfen. Kein Wunder, dass dann sowas rauskommt, wie auch hier im Marvel-Universum Black Widow. Ganz schreckliche Effekte. Wir werden uns dran gewöhnen. Ich denke, das ist das Ziel von Hollywood und den ganzen Streaming-Plattformen, dass man sich einfach auch an schlechte Effekte gewöhnt. Weniger Qualität, mehr Quantität. Einfach mehr davon. Der Zuschauer wird sich schon irgendwann nicht mehr beschweren und gewöhnt sich an ganz schlechte Effekte. Es ist halt einfach so. Ich hoffe nur, der Indiana Jones 5 wird dadurch nicht leiden müssen und zum Gelächter werden. Ich freue mich wirklich auf einen tollen Film. Diese alte Trilogie, Indiana Jones, die hat mich einfach auch geprägt als kleiner Filmemacher. In meinen eigenen Filmen natürlich auch immer wieder zu sehen. Der ist aus 2011, auch komplett vor Greenscreen. Sah jetzt im Verhältnis auch nicht so schlecht aus, oder? Nee, um Gottes Willen. Man ist einfach Fan der Zeit, man ist Kind der Zeit,
und man will einfach, dass seine alten Helden, die einen geprägt haben, nicht zur Lachnummer werden. Und ich hoffe, die korrigieren da noch einiges. Im Vorfeld wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Man schreibt so Pferdeszenen mit Harrison Ford nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Film. Ich hoffe, ihr auch. Schreibt eure Kommentare bitte unter mein Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ein Like da lasst. Und ja, dann warten wir mal auf Indiana Jones und wohin sein Schicksal ihn tragen wird. Ich freue mich auf einen 80-jährigen Harrison Ford, der die Rolle wieder aufnimmt. Und ja, wenn er dann auf die 90 zugeht, dann kommt der nächste, der 6. Film. Bin ich mir sicher. Bis zum nächsten Mal, euer Cesco von Halb 8 Film.